Aber davon abgesehen... Ja... Davon abgesehen, wenn ich nicht gerade wieder absoluten Bockmist baue, ist der Level wirklich okay. Was mir gerade so einfällt übrigens, ich könnte doch auch Dixies Spezialfertigkeit benutzen. Damit ich mal ein bisschen mehr... ein paar mehr Versuche habe. Einfach. Wow. Ich meine, diese lila Elektroteile werde ich damit nicht kaputt bekommen können. Aber zumindest Pingu-Schnupser, die sich, ja, auf einer Ebene befinden. Wie zum Beispiel hier. Problem ist, brauche ich jetzt an der Stelle eigentlich nicht benutzen, weil dann, na gut, ja, ich bekäme ein Herz wieder, aber dann, ne, das nutzt, ja. Nee, da machen wir den Versuch lieber nochmal irgendwie so. Ups! Yay! Ja. Ups. Okay. Neue Runde, neues Glück. Alles klar. Ja, ich war irgendwann zwischenzeitlich noch bei Temperaturunterschieden oder so. Ja, wie gesagt, bei mir heizt sich nicht zu Hause, aber auf Arbeit zum Beispiel. Da, wenn die Leute morgens reinkommen, das allererste, was sie machen, ist Heizung auf 5 drehen. Und das mag zwar irgendwie halbwegs angenehm sein, dann in ein halbwegs wohltemperiertes Bürozimmer zu kommen, aber auf Dauer halte ich das in der Kombination wirklich nicht für gesund. Zwischen mehr oder weniger kalt draußen und mehr oder weniger warm drinnen. Und dann ist es ab und zu, oder beziehungsweise um die Mittagszeit herum, dann ja auch irgendwie draußen warm. Aber ja... ja, dann halt erst mittags und so. Obwohl bei uns in den letzten Tagen nicht mal, also, beziehungsweise die hatten irgendwie, keine Ahnung, immer was um den zweistelligen Bereich hier angekündigt für meine Umgebung. Aber Pustekuchen, wir waren mal so, naja, 8, 9, 10 Grad oder so vielleicht. Wenn ich nach Hause gefahren bin, habe ich schon ganz schnell gefroren, also... das war um 17 Uhr, oder was der Teufel passt. Dass es dann wieder ein bisschen kühler ist, ist klar, aber noch nicht so extrem. War schon heftig. So. Bis hierhin eigentlich wieder super okay. Wir machen das jetzt einfach mal. So. Badau. Blups. Oh. Die kann man ja doch... Oh, nee, das sind ja die blauen Flammen. Okay, alles klar. Gefällt mir aber. Super. Gehen wir jetzt wieder oben entlang. Um den ganzen Schnupsern zu entgehen. Flupp. Und wir haben massig Versuche mit Dixie. Alles klar. Dup, 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 dup. Hier kannst du mir nur selber kaputt machen. Wow, durch solche Aktionen zum Beispiel. Auch wenn das verhältnismäßig gut ausging. Aha, flups. Aha, flups. Aha, flups. Aha, Schnups. Sogar das ging gut. Ach Gott. Das habe ich ja schon wieder nicht alles eingesammelt. Ich will doch diese Bananenstaudel, genau. Flupp. Ja, ja, komm. Hör auf mit deinen Fischis. Ja, so, so, so. Ich will doch nur auf die drauf. So. Dafür gibt's nichts. Okay. Mir aus. Wenn ihr meint, ihr müsst mir nichts geben, dann gebt mir halt nichts. Ich werde mir das merken. Scheiße. Gut, war nicht schlimm. Noch nicht schlimm. Ich habe nur ein einziges Herz verloren. Ist vollkommen im Rahmen. Im Rahmen des Erlaubten. So, einmal auf dich drauf. Kurz warten. Einmal hier drauf. Kurz warten. Und dann irgendwie... hier so entlang. Hier so entlang. Und... nixe bekommen dafür. Nixe, nixe. Interessant. Flop, flop, flop. Immer noch nixe bekommen. Dafür letzte Puzzleteil einsammeln. Das ich so nicht erwartet hätte, aber egal. Und... was zum Teufel? Was ist hier unten? Hier unten ist gar nichts. Ich habe jetzt zu viel Angst. Weil hier ist auch eindeutig der Ausgang. Was ist das für komische Level? Für eine komische Levelausgang? Ich verstehe nicht. Aber vielleicht auch total egal. Gut. Boah.
Bild freigeschaltet. Yay, da freuen sich die Affen. Donkey Kong. Entschuldigung. Donkey Kong. Bum, bum, bum. So. Okay. Stachelspelunke, erfolgreich abgeschlossen. Du hast ein mysteriöses Artefakt gefunden. Die sie jetzt natürlich alle zusammensetzen lassen, aber es passiert nichts, weil der Affe zu doof ist. Okay, alles klar. Dann, ja, es ist soweit, Leute. Endgegnerzeit. 73 Leben. Nicht unbedingt das Ergebnis, mit dem ich hierher kommen wollte, aber naja, okay. Ja, zum Schluss lief's eigentlich, ja, war okay. Kann man so sagen. Gut, ich bin gespannt, was mich jetzt erwartet. Frostfeuriges Finale. Boss 6 beginnt jetzt. Da freut sich der Affe. Die Affen. Sie freuen sich alle. Oh yeah. Panorama. Bald haben wir es geschafft. Wir haben das Abenteuer bald hinter uns. Und ich habe sogar einigermaßen richtig geschätzt. Ich nehme jetzt eine Dreiviertelstunde auf. Ich bin von einer knappen Stunde ausgegangen. Na gut. Wir wollen mal den Tag nicht vom Abend loben. Also, here we go. So groß. So doof. Das ist er? Im Metro sah der epischer aus. Der Affe macht wieder alles kaputt. Ja, ist tatsächlich Walrus. Oh. Er wirkt relativ behende, interessant. Und, ob das jetzt so beabsichtigt war? Naja, was soll's. Okay, ja, natürlich, klar. Die wachsen nach, das ist interessant. Okay, wie kann ich dich besiegen? Verrate mir deine Schwachstelle. Was zum Teufel passiert jetzt hier? Aha. Du lässt irgendwelche Sachen fallen, du lässt vor allem Gegner fallen. Ich nehme an, ich muss dich bewerfen, oder? Sofern du natürlich irgendwann mal auf meine Ebene kommst. Was irgendwann mal der Fall sein könnte. Hallo? Oder wirft der Affe automatisch nach hinten? Ach so, der Affe wird automatisch nach hinten. Sag das doch. Mist. Das hat jetzt ein bisschen was vom Endgegnerkampf aus Super Mario World 2, Yoshi's Island. Mit den Yoshi-Eiern, die man auf den großen Baby-Bowser werfen musste. Gefällt mir eigentlich. Von der Idee her. Mal gucken, ob es mir nach 2 Minuten immer noch gefällt. Dup-di-dup-di-dup. Vor allem, ja, sollte ich mal werfen, genau wenn er jetzt, aha, verdammt, ob ich ihn jetzt nochmal hätte treffen können, ich weiß es nicht. Müsste ich ihn, kann ich ihn so treffen? Kann ich so auf ihn draufspringen, das ist meine Frage. Vielleicht. Aber man weiß es nicht genau. Du bist ja ein Schnupser. Okay, geh wieder nach hinten. Ist okay, ist in Ordnung. Naja, tröte nur ein bisschen rum. Mich würde interessieren, ob der Eisdrache aus dem Intro noch mal wiederkommt. Scheiße. Wäre irgendwie interessant zu wissen, oder sehe ich das verkehrt? Er weicht zu gut aus, oder? Oh, das ist ja hochraffiniert. Das hätte ich ja besser nicht machen können. Ich muss wirklich immer den Moment abwarten, bis er mal für einen kurzen Moment innehält. Vorher macht das Werfen, ergibt das Werfen nicht wirklich einen Sinn. So, ja, links, rechts und... Aha. Macht er das jetzt immer? Oder ist da auch ein bestimmtes Muster hinter? Ach so, wenn er so lacht, ist ja interessant. Ups. Hätte ich springen müssen? Vielleicht hätte ich ihn dann behalten. Na gut, kann. Ah, so kann man ihn tatsächlich treffen. Gut. Nö. Nee. Scheiße. Bin nicht gerade irgendwie begabt darin, auf irgendwelche kleinen Bosse rumzuspringen. Warum auch immer. Kleine Bosse vor allem. Ich finde ihn irgendwie süß. Die Musik ist sehr episch im Hintergrund, aber ich bekomme es leider nur andeutungsweise mit. Aber ich glaube jetzt einfach mal, dass sie sich gut anhört.
Bin schon gespannt, mir das Ganze dann später in Gänze dann nochmal anzusehen, anzuhören. Nee, okay. Die sind dann definitiv weg. Boinki! Boinki, nicht Boinki, okay. Aber jetzt Boinki. So. Zählt das als zusätzliche Treffer oder bin mir irgendwie nicht so richtig sicher? Hui, das war ein Sprung, wie ihn keiner gebrauchen konnte. Lass mich raten. Ein Sprung in die Lava und Mausedot. Ich fürchte es ja fast, oder? Was zum Teufel? Es macht Flutsch, es macht Flutsch, es macht Flutsch, es macht Flutsch. Oh, cool. Jetzt haben wir ein Problem. Vor allem Donkey hat ein Problem. Eis, Eis, Eis. Das macht mich ja jetzt ganz schön heiß. So, ein bisschen links, rechts, antäuschen und... Ja, reicht nur aus. Zack, zack, links, rechts und... Also du meinst... So, links, rechts, und... Scheiße, doch, nee, aha. Hat noch... Das zählt er noch. So. Ohne... Dixie schaffe ich es jetzt vielleicht eher, ihn zu treffen. So hätte man theoretisch auch Herzen bekommen können, oder? Ich glaube, das ist eigentlich der Sinn und Zweck hinter dieser Form. Oh, oh. Bitte hau ab. Dankeschön. Ich mag dich nicht, ich mag dich nicht. So, jetzt macht er wieder seine große Drachenwut-Attacke. Oder keine Ahnung, wie wir sie nennen wollen. Ja, ich nenne sie einfach Drachenwut. Ich stelle mir vor, wie das kleine Drachen sind, die da irgendwie von oben runterfallen und alles kaputt machen und so. Und generell und überhaupt und sowieso. Dup-di-dup-di-dup, was ziemlich gefährlich ist. Liebe Kinder, wenn ihr mal so ein Tröterichhorn habt, mit dem ihr irgendwie Eis beschwören könnt und dergleichen, dann geht damit ein bisschen sorgsamer um als dieser Geselle hier. Das wäre mir und eurer Umwelt sehr lieb. Yay! Auch der zählte noch. Und, na, schade. Ich dachte, ich könnte ihn austricksen. Boink. Das war knapp. Ich will keine Bananarama-Münzen eigentlich. Ach, sammle ich sie trotzdem ein. Upsala. Mach mich nicht schwach. Großes, Walross-Kaninchen. Oder so. Warum auch immer Kaninchen jetzt gerade. Das war das erste dumme Tier, was mir eingefallen ist. Du Sohn eines Kaninchens, das von einem Esel, mal, aber dann so richtig und hasse nicht und sowieso. Ja, das war quasi die arabische Form, jemanden zu beleidigen. Da wird ja immer gleich die ganze Familie beleidigt. Das ist irgendwie sehr interessant. Die sind da sehr kreativ in der Beziehung. Nicht so wie wir Deutschen. Mit unserem Penner. Oder Idiot. Oder irgendwie sowas in der Art. Nichtsdestotrotz finde ich es ein bisschen... doof. Finde ich es, glaube ich, ein bisschen netter, mich als Penner betiteln zu lassen, als Sohn eines der und so weiter und so fort. Das, aber naja, wie das halt so ist. Man kann es sich in den meisten Fällen dann nicht mehr aussuchen in dem Moment. So. Endgegnerkampf ist ganz witzig, oder? Bis hierhin. Weiß ja nicht. Vielleicht seht ihr das auch so. Vielleicht auch nicht. Wie oft habe ich ihn jetzt eigentlich getroffen? Könnte das das sechste Mal gewesen sein oder so? Oder war es schon öfter vielleicht? Man kann nur hoffen. Ups. Mann, je länger... Oh, der wird immer saurer. Was ist los mit dir? Ja, nee, ist klar. Das war unnötig. Was? Okay. Das war scheiße unfair. Wenn ich das mal so sagen darf. Wow. Wow. Jetzt bin ich ja quasi geladen. Gut. So, jetzt machen wir Folgendes. Das finde ich schon wieder doof. Der Endgegnerkampf dauert in der Beziehung schon mal viel zu lange. Was ja okay anmuten mag, weil man muss halt lange die Konzentration aufrechterhalten. Aber trotzdem ist es halt ein bisschen, ne? Dauert halt. Gut. Nichtsdestotrotz, irgendwie
Irgendwie mag mir das schon an der Stelle nicht so hundertprozentig behagen. Wenn das jetzt immer so weitergeht, dann gute Nacht. So, aber vielleicht kann ich das Ganze tatsächlich abkürzen, wenn ich mal öfter so auf ihn drauf springe. Und ihr habt ja schon gesehen, ich habe mir eben gerade goldene Herzchen geholt. Scheiße. Das bedeutet zumindest, dass ich ein bisschen länger hier durchhalte. Vor allem auch mit Dixie, außer ich mache natürlich so einen Rotz. Meine Fresse. So. Jetzt hätte sie schon wieder verloren gehabt. Könnte ich eigentlich direkt von vorne beginnen. Und hier an Bananarama's zu kommen, um das Ganze eventuell zu wiederholen. Das ist jetzt auch nicht so einfach. So, flop, flop, flop. Ja, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Und... Badoing! Bingo! Du hast es geschafft. Du bist ein Held. Du bist, jetzt gleich Tünef. Mhm. Bananarama's. Doch, er ist ziemlich sauer. Das bringt schon was, so auf ihn drauf zu hüpfen. Man muss halt nur treffen. Au. Gut. Jetzt sind wir wieder auf aktuellem Stand, beziehungsweise so, wie wenn der Kampf beginnen würde. Dann kann ich doch was anfangen. Glaube ich zumindest. So. Bild es mir einfach mal ein. Gut. Ja, ja, ja. Noch ein paar Eisdrachen. Ist alles schön, ist alles nett. Und irgendwie auch recht adrett. Dann geben wir jetzt wieder ein paar Schnupser zum Draufwerfen und so. Ups. Der in der Mitte, der springt immer so dämlich. Kann man auch relativ leicht ein Herz verlieren, wenn man sich ein bisschen dusselig anstellt. Und ich habe ja momentan irgendwie ein rechtes Talent dafür. Mhm. Ja. Sehr gut. Ausweichen können Walrösser extrem gut. Das muss man ihnen lassen, wirklich. Also, ich bin schon fast ein Fan von dir. So, einmal. Und Mist. Und Mist. Das gibt's ja nicht. So, halt. Schöner Rotz. Schöner Rotz. Schöner Rotz. Hätte man wieder besser machen können. Ich möchte vor allem Dixie behalten. Das ist mir wichtig. Und Dixie bin ich auch geschmissen. Also zumindest, ich kann dann halt die Donkeys Sprünge nicht mehr so gut steuern. Ich kann nicht korrigieren. Das geht mir auf den Senkel, wenn das der Fall ist. Um den Kampf jetzt aber nochmal zu vergleichen mit dem aus Super Mario World 2 Yoshi's Island. Wie gesagt, ist ja ein bisschen ähnlich. Den in Super Mario World 2 Yoshi's Island finde ich nichtsdestotrotz spannender von der Grund... Mechanik her. Ich weiß auch nicht genau, wie ich das beschreiben soll. Wie gesagt, das geht mir hier alles, oh, schön. Das geht mir hier alles ein bisschen zu, langsam. Scheiße. Ja. Da hatten wir ein Herz gehabt und dann hatten wir es im nächsten Moment direkt wieder verloren. Yay, yay, yay. Upp-budup-budup. Es ist wirklich ja bei allen Endgegnern hier in Donkey Kong Country Tropical Freeze so gewesen. Sie halten viel aus, ja. Ich weiß aber nicht, ob das tatsächlich der richtige Weg ist, um einen Endgegnerkampf spannend zu machen. Ich finde halt einfach, das ist so ein bisschen... Das wirkt eher wie künstlich in die Länge gezogen. Ich weiß nicht. Ich habe nichts gegen Endgegnerkämpfe, die lange dauern, aber dann müssen sie auch eine gewisse... oder größere Abwechslung bieten, oder beziehungsweise dann muss ich mich als Spieler auch dementsprechend, ja, dann muss ich mich einfach so fühlen, als würde ich irgendetwas Abwechslungsreiches machen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann, ja, ist es halt irgendwie schade. Gut. So, das geht jetzt wahrscheinlich wieder mächtig schief. Aha, interessant. Was zum Teufel? Aha, interessant. Die Dinger fallen random nach unten. Machst du das Ganze jetzt nochmal? Nee, zum Glück. Das ist so eine Technik, die musst du nicht oft ausprobieren. Ganz ehrlich. Aber da wäre ich schon wieder, ja, ohne Dixie, voll aufgeschmissen gewesen. Wenn ich einfach so schnurkerzengerade nach unten gefallen wäre. Oh. Ja. Ohne Dixie aufgeschmissen. Herrlich. Wie blöd kann man sich eigentlich anstellen?